So, Freunde der Nacht, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen OBS-Tutorial. Ich wurde gefragt, wie ich das so mache und ich habe mir gedacht, ich mache mal eine kurze Einleitung hier. Ja, ich habe jetzt einfach mal eine neue Szene gemacht mit einer Bildschirmaufnahme und da pflastern wir jetzt einfach, also das geht einfach so, plus, da macht ihr eine Szene, der gibt ihr einen bestimmten Namen, ich habe das jetzt mal Tutorial genannt, okay. Ach Quatsch, wollte ich doch jetzt gar nicht machen. Okay, weg damit. So, und dann geht hier so ein neues Teil auf und ihr habt jetzt hier die Bildschirmaufnahme, ja. Dann geht ihr hier auf, also die Bildschirmaufnahme habe ich jetzt nur gemacht, damit ihr natürlich seht, was hier auf dem Bildschirm passiert. So, dann bin ich hier auf Hinzufügen gegangen. Ihr könnt hier zum Beispiel diese Bildschirmaufnahme machen, die ich gerade mache. Ihr könnt Fenster aufnehmen, wenn ihr irgendwelche Programme oder Spiele zeigen möchtet. Ihr könnt aber auch Spiele direkt anwählen. Oder aber, wenn ihr eine Game Capture Karte habt, geht ihr hier aufs Videoaufnahmegerät. Ja, da könnt ihr jetzt Elgato oder sonst wie das Ganze nennen und geht dann auf OK. Und hier könnt ihr dann jetzt eure Capture Card aussuchen, das ist bei mir die Elgato Game Capture HD. So, dann gehe ich hier auf Video konfigurieren und wundere mich, warum es hier nicht aufgeht. Da ist meine Capture Karte. Die stelle ich jetzt mal hier um. Ach, guck mal, auf Xbox. Warum steht hier auf Xbox? Hier PlayStation 4, 1080 und 60 FPS. Um mit 1080 und 60 FPS streamen zu können, braucht ihr ungefähr eine 3 bis 6 Mbit Leitung. Wenn ihr nur eine kleinere Leitung habt, müsst ihr da halt gegebenenfalls ein bisschen runterdrehen. Wir klicken auf Fertig. Gerätestandard, das machen wir auch mal Benutzer definiert, damit das mal richtig groß ist hier. Da hatte ich nämlich gerade so ein bisschen Probleme. Wir machen mal hier auch die 60 Frames geben wir ein, beliebig, Standard. Geht der jetzt auf oder geht der jetzt nicht auf? Der geht jetzt nicht auf. Okay, dann machen wir es doch so, dass wir Benutzer definiert rausnehmen und Gerätestandard anhaben. Und jetzt kriegen wir es nicht mehr auf, wa? Jetzt kriegen wir es nicht mehr auf, Freunde der Nacht. Wo ist es? Wo ist es? Also, das Problem hatte ich früher öfter, muss ich sagen, aber in letzter Zeit nicht mehr. Ach, da ist es wieder. 1640. Was ist der denn da am Einstellen, ey? 640 mal 480? Was hat der denn da eingestellt? Was ist das denn für ein Quatsch? B30, was geht denn hier? Standard wiederherstellen, was macht er dann? Nee. Verstehe ich nicht, warum da oben so ein Quatsch steht. Game Capture HD 30? Ich habe keine Ahnung, warum der hier so ein Quatsch jetzt anzeigt. Normalerweise haben wir hier Full HD vorne in der Nacht. So, wenn ich das jetzt hier, warte mal, den muss ich einmal nach oben schieben. Wenn ich das jetzt hier. Nee, so geht das nicht. So, dem muss ich jetzt im Prinzip dann sagen, pass auf, mach das Ding groß. Ich verstehe nur nicht, warum der jetzt in so einer schlechten Qualität hier ist. Strecken. Warte mal, ich muss den nochmal. Also wir müssen dann hier wieder auf Videoaufnahmegerät rechtsklick und dann wieder auf Transformieren. Das seht ihr jetzt gerade nicht. Und dann auf an Bildschirmgröße strecken. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die Aufnahme jetzt scharf ist. Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Ich mache mal eben den anderen wieder nach vorne. So, wir machen den wieder nach vorne, damit ihr wieder was seht. Videoaufnahmegerät. Gerätestandard. Aber warum steht denn hier oben 640 mal 480? Das ist so falsch. Weiß nicht, ob meine Karte da jetzt rumspinnt oder was irgendwie in der Einstellung. Keine Ahnung, ich hoffe, das ist jetzt scharf, aber soll euch ja auch im Prinzip wurscht sein. Ja, das soll euch ja auch egal sein. Ihr habt ja das Problem nicht. So, dann geht ihr hier nochmal. Also, jetzt wäre normalerweise das Ding vorne. Ja, aber ich glaube, die Qualität ist total scheiße. Ich weiß nicht, warum das so ist. Müsste ich mich jetzt mit auseinandersetzen. Soll euch aber echt wurscht sein. Dann geht ihr hier auf Plus, geht wieder auf Videoaufnahmegerät und wählt die Webcam aus. Ja, normalerweise schreibt ihr hier Webcam rein, geht auf OK und sucht dann hier die Webcam aus. Jetzt ist das aber bei mir so, dass die Webcam schon angesteuert wird und dass ihr deswegen jetzt hier keine Webcam seht. Ja, deswegen nehmen wir das jetzt wieder hier raus und ich zeige euch jetzt mal, wie das mit einer festgelegten Webcam schon geht. So, die habe ich nämlich hier schon angelegt und damit funktioniert das dann auch. Und da seht ihr mich. Hallo, Freunde der Nacht.
So, die kann ich jetzt hier unten reinziehen. So, dann bin ich da und habe die gut positioniert, ja. Ihr seht jetzt, ich habe keinen Hintergrund. Das habe ich hier mit dem Filter gemacht. Da ist der Filter, da geht ihr drauf und da seht ihr, ist Chroma Key eingerichtet. Ja, normalerweise, wenn ich den ausschalte, seht ihr, hinter mir ist ein Greenscreen. Geht ihr hier auf Plus, Chroma Key. Gebt da Chroma Key 2, machen wir jetzt mal da raus. Und dann seht ihr schon hier so ein leichtes Flimmern. Das kriegt man hier mit dem Regler in den Griff. Seht ihr, dann ist das Flimmern weg. Dann macht ihr auf Schließen. Und dann habt ihr das so, wie ich es gerade gezeigt habe. Ja, ich muss halt jetzt nochmal einmal hier rückgängig machen. Den wieder sichtbar. Der kommt raus. So. Okay, und schließen. So, und das war es dann im Prinzip schon. Runde der Nacht her. Ihr müsst mal gucken, wenn gar nichts angezeigt wird, kann auch sein, dass ihr den hier deaktivieren müsst, wenn die Quelle nicht angezeigt wird. Und fertig. Ja, ich habe hier zum Beispiel das runtergestellt. Auf 640x480, weil ich hier für die Facecam keine 1920 brauche. Die ist eh kleiner eingestellt, von daher könnt ihr das ruhig runterdrehen. Ja? So, und dann könnt ihr halt zocken. Ne? Dann könnt ihr auf Streaming starten, Aufnahme stoppen. Wir gehen nochmal eben die Einstellungen durch, da zeige ich euch nochmal, was ihr da ändern müsst. Also allgemein habe ich jetzt nichts geändert. Beim Stream gebt ihr hier die Plattform ein, auf der ihr streamt und hier den Stream-Schlüssel, den ihr bekommt von der Plattform. Und dann war es das auch schon. Dann geht ihr auf Ausgabe, da habe ich jetzt die Video-Bitrate von 6000. Ich habe aber auch eine 20 Mbit Upload, da kannst du schon mal eine 6000 eingeben. Ansonsten müsst ihr gucken, dass ihr so dass ihr die 75% Upload nicht überschreitet. Also wenn ihr 10 Mbit Upload habt, solltet ihr maximal auf 7,5 gehen. Ja, ich habe hier auf Hardware gestellt, einfach weil das bei mir, wenn ich auf dem Computer zocke und streame, dann geht das bei mir flüssiger. Wahrscheinlich, weil ich eine gute Hardware habe, die das Ganze dann unterstützen kann. Ne, beim Aufnehmen kann ich ein bisschen mit der Software machen. Keine Ahnung, warum das so ist. So, Audio habe ich auch nichts eingestellt. Video habe ich hier auf 1920x1080 und 60 Frames. Und hierbei erweitert habe ich auch nichts eingestellt. Und dann könnt ihr hier Aufnahme starten, Aufnahme stoppen und dann geht es eigentlich los. Ja, so, das war es im Großen. Ihr könnt noch Folgendes machen, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt noch hier beim Mikrofon Filter. Da habe ich noch eine Rauschunterdrückung drin, Kompressor und Noise Gate. Die lasse ich mitlaufen. Und ich habe noch, wir müssen ja mal gucken, ob das bei euch genauso ist. Warte mal eben. Wo ist es? Wo zum Teufel ist es? Eigenschaften? Nee. Warte mal, irgendwo ist noch so ein Audioregler. Muss ich mal eben gucken. Transformieren, Vorschau, erweiterte Audioeigenschaften hier unter Bearbeiten. Und da habe ich hier unter Mikrofon eine Verzögerung drin von 100 Millisekunden. Ja, die sorgt nämlich dafür, dass meine Facecam synchron zur Webcam ist, ja, weil ich nehme ja nicht das Mikro von der Webcam, sondern habe hier ein extra Mikro und da muss ich eine Verzögerung von 100 Millisekunden eingeben, damit das synchron ist. Ihr müsst mal gucken, wie das bei euch ist, ob das auch so sein muss oder ob ihr das nicht so haben müsst, ja, oder ob ihr eine andere Zahl da eingeben müsst. Das habe ich durchaus probieren halt geguckt. Ich habe immer was aufgenommen, habe immer geklatscht und dann geguckt, ob das Klatschen synchron war und habe daraufhin halt die Zeit verändert. Und bei 100 ist es bei mir halt ideal, ja. So, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen. Ach so, da ist noch was. Warte mal. Hier, heruntermischen zu Mono solltet ihr beim Mikro auch reinmachen. Sonst habt ihr euer Mikrofon nur auf der linken Seite. Wenn ihr hier den Link bei heruntermischen zu Mono macht, habt ihr dann die Kommentarspur auf beiden Seiten. Ja, auch noch wichtig, der Haken. So, und dann hoffe ich, dass ich euch da helfen konnte und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch geholfen hat und ihr Spaß damit hattet. Abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Stream oder Let's Play oder wie auch immer. Bis dahin, alles Gute, euer Theodan. Ciao, ciao.